Hallo meine Lieben, kommt zu einem neuen Video, natürlich hier mit meiner Mutter. Hallo, ich grüße euch recht herzlich. Heute haben wir einen fluffigen Schokoladenkuchen gemacht mit Nüssen. Und die Soße darüber ist, also diese Schokoladensoße darüber ist mega lecker. Ich würde euch empfehlen, das nachzumachen. Vielleicht denken manche Leute, boah, das wird richtig schwer, aber das hier ist mega einfach. Ich würde euch empfehlen, das nachzumachen. Also dieses Kuchen ist mega lecker. Ich könnte 1000 Stück davon essen. Also so lecker wie das auch ist, muss ich 1000 Stück essen. Zuerst sieben wir Mehl, Kakao und Backpulver in unsere Schüssel hinein. Jetzt geben wir Öl, lauwarmes Wasser und Zucker hinein und das verrühren wir gründlich, also bis es keine Klumpen mehr gibt. So, wenn ihr fertig seid mit dem gut verrühren, dann gehen wir in unsere Silikonform unser Teig hinein. Wir haben unsere Silikonform nicht eingefettet. Ihr müsst auch nicht unbedingt jetzt so eine Silikonform nehmen wie wir. Ihr könnt auch gern eine andere Backform nehmen. Wir backen jetzt den Kuchen bei vorgeheiztem Backofen bei 175 Grad circa 15 Minuten. Macht wie immer die Stäbchenprobe. Wir lassen den Kuchen in seiner Backform ganz abkühlen. Jetzt machen wir die Schokoladensoße. Wir haben es mit einem Fondue gemacht, aber ihr könnt es natürlich wie immer mit einem Wasserbad machen. Und dann geben wir in die Schokolade 4 Esslöffel Öl hinein. Wenn unsere Schokolade geschmolzen ist, dann geben wir unsere zarten, gerösteten Walnüsse hinein. Ihr müsst sie nicht rösten, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Ihr müsst nicht Walnüsse nehmen, ihr könnt natürlich andere Nusssorten nehmen. Wir haben unser Kuchen gestützt auf eine Tortenplatte. Und jetzt machen wir die Walnuss-Schokoladensoße darauf. Also wir verteilen die Nuss-Schokoladensoße darauf. Wie ihr seht, ist es auch sehr, sehr fluffig, dieser Teig. Wenn ihr die Soße verteilt habt, dann lasst es 30 Minuten stehen, damit die Soße fest wird. Noch eine Kleinigkeit, wenn ihr auch die Walnüsse rösten wollt, dann gebt sie doch in einen kleinen Topf bei der schwachen Hitze auf dem Herd und dann lasst ihr das circa so 2 bis 3 Minuten rösten, aber immer wieder zwischenrühren, sodass euch die Walnüsse nicht anbrennen. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt auch einen Kommentar dazu, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schmeckt sehr, sehr lecker. Also dieses Kuchen schmeckt sehr, sehr lecker. Ich würde euch empfehlen, das nachzumachen. Es ist gar nicht mal so schwer. Und es ist, also der Kuchen ist richtig fluffig. Und ich würde 1000 Stück davon essen, aber das kann ich ja leider nicht. Und dann würden wir auch schon sagen, tschüss!